Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir denn die besten Inverter-Schweißgeräte im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Inverter-Schweißgeräte im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Stahlwerk ARC 200. Die kompakte Bauweise von Stahlwerk gewann die Prüfung. Das Elektrodenschweißgerät arbeitet mit einem Ergebnis von 200 Ampere zusammen und hat auch ein funktionelles Sprengband. Es eignet sich für alle Elektroden von 1,5 bis 4 mm Größe und eignet sich auch speziell für unlegierte sowie niedrig- und hochlegierte Stähle sowie nickelbasierte Legierungen sowie Kupferlegierungen. Der Schweißstrom kann ständig auf dem Desichen verwaltet werden und wird auch genau auf dem Bildschirm angezeigt. Im Großen und Ganzen sind die Werkzeuge sehr gut. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Widachselwich. Das Dekorusgerät, das zwischen den Sorten geschätzt wird, bietet ein insgesamt tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mit starker Ausstattung, Handwerkskunst und Leistung. Die Ergebnisspannung ist ein Maximum von 180 Ampere sowie der Umfang der Verteilung ist auch ausgezeichnet. Das Schlauchbündel ist 3 Meter lang und ermöglicht auch deshalb eine anpassungsfähige Arbeit. Die integrierte Follower sorgt für eine gute Gesamtkühlung und arbeitet zusätzlich einigermaßen geräuschlos. Die Beschaffung ist besonders vorteilhaft für den anspruchsvolleren Hobbyheimwerker. Auf Platz 3 haben wir die GIS-Elektroden. Die Elektrodenschweißende von GIS wird in einer Sammlung mit dem GuardKit selbst zusätzlich zu den Verbindungskabeln und einer Schweißkopfbedeckung LCD Master F geliefert. Es arbeitet mit einer Ergebnisspannung zwischen 10 und 160 Ampere zusammen und hat eine offene Schaltungsspannung von 72 Volt. Das macht es optimal für Produktstärken zwischen 1,5 und 10 mm, bleibt aber dennoch gerne tragbar und auch hilfreich. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die ESAB-Elektroden. Die ESAB-Schweißwechselrichter wird im oberen Mittelklassebereich mit einer guten Effizienz, exzellenter Verarbeitung und dennoch kompaktem Stil geschätzt, um sicherzustellen, dass er unterwegs eingesetzt werden kann. Die Ergebnisspannung kann offen zwischen 5 und 180 Ampere gewählt werden und eignet sich auch für einen Generator. Was bedeutet, dass sie ebenfalls in einer Position genutzt werden kann, in der kein Auslass leicht verfügbar ist. Das Schweißen, Planeten und die Stromleitung bestanden im Verteilungsumfang jeweils 3 Meter lang. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Einhell-Inverter-Schweißgerät. Wenn Sie versuchen, ein wenig sowie extrem wirtschaftliche Wechselrichter-Schweißgeräte zu finden, sollten Sie einen Blick auf die Einhell-Version werfen. Es hat eine Follower-Klimaanlage, Tragegurte für einfachen Transport und ist auch sehr kompakt und auch hilfreich mit einem Gewicht von weniger als 5 kg und auch eine Dimension von 27x18x22 cm. Die Ausgangsspannung kann kontinuierlich um 80 Ampere erhöht werden, was für winzige Anwendungen in der Residenz absolut ausreichend ist. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.